Also, wir haben Thilo Weckmüller hier. Hallo, schönen guten Abend. Cool, dass du da bist. Magst du dich kurz ein bisschen vorstellen für die, die dich vielleicht nicht schon aus dem November auch kennen? Okay. Ja. Okay. Ja, ich bin der Thilo Weckmüller, ja. Und ja, ich bin im Moment gerade. Ich höre mich gerade so versetzt. Entschuldigung. Ja, es gibt. Ja. Wir versuchen. Sag mal am besten noch was, damit du merkst, ob es immer noch so ist. Ja, jetzt ist gut. Okay. Jetzt ist super. Cool. Okay, also ich bin der Thilo, ja, und ich mache die Vitrine quasi, damit das Künstlerkollektiv Vitrine. Das heißt, wir machen das zusammen mit Künstlern. Und ja, ich bin in Mainz, bin Künstler, lebe davon. Und ja, vielleicht reicht das mal zum Einstieg, bevor ich jetzt alles schon erzähle. Genau. Wir wollen uns jetzt nämlich gemeinsam einen Film anschauen über die aktuelle Ausstellung in der Vitrine, im Allianzhaus, richtig? Ja, und in der Vitrine ist auch richtig. Genau, okay. Ja. Dann machen wir das auch als allererstes mal, damit wir einen Eindruck kriegen. Über Wölfe gibt es sehr viele falsche Informationen. Im Volksmund glaubt man, dass Wölfe in großen Rudeln leben, die einen Leitwolf haben, der alle anderen dominiert. Aber das ist gar nicht so. Wölfe leben, wie wir heute wissen, in Familien. Und ein Elternpaar mit Kindern lebt da zusammen und da gibt es keine Dominanz. Die Eltern sind diejenigen, die was zu sagen haben und die Kinder folgen. Im Prinzip ist es wirklich so wie in einer heutigen menschlichen Familie. Und wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, dann gehen sie aus dem Haus. So ist es auch bei Wölfen. Nur woher kommt diese ganze Geschichte, dass wir denken, dass es einen Leitwolf gibt und diese großen Rudel, die dann auch gefährlich umherstreifen? Das kommt daher, dass man Wölfe früher nur in Gehegen beobachtet hat. Und in diesen Gehegen verhalten sich die Wölfe völlig anders. Vor allem ist es deswegen so, weil die Jungtiere, die, wenn sie erwachsen werden, dann nicht mehr sich ein neues Revier suchen können, sondern sie bleiben ja im Gehege. Und dadurch entsteht dann dieser Druck, dass es dann dominante Tiere geben wird, die dann andere dann auch beherrschen. Das ist also eigentlich nur ein Zusammenhang, der sich durch diese Gehegesituation ergibt und der in der Natur so nicht vorkommt. In der Natur pflanzen sich nur Tiere innerhalb einer Art fort. In Gehegen kann das ganz anders sein, wie man das hier bei diesem Ebra sieht. Der Vater war ein Esel und das Muttertier war ein Zebra. Wie gesagt, sowas passiert in der Natur nicht, sondern nur in Gehegen. Gehege heißt auch die Sonderausstellung des Künstlerkollektivs Vitrine, wo 6 Künstler ihre Werke ausstellen. So, okay, da sind wir wieder, ohne Video. Thilo, vielleicht magst du uns erzählen, was wir im Video eigentlich, gesehen hätten, hätte es geklappt. Ja, kein Problem. Ja, schade, aber gut. Ja, man kann es ja auch im Internet abrufen auf unserer Homepage, ne, vitrine-mainz.de. Da haben wir die Videos alle drin. Bei dem Video geht es einfach um die Ankündigung unserer aktuellen Ausstellung. Und die Ausstellung heißt Gehege. Ja, und wir haben das jetzt für uns als Tradition quasi entdeckt, dank Corona, da wir jetzt keine Präsenzvernissagen mehr machen können, ja, kam mir Teddy von Tiedemann von Kontrastfilm entgegen und hat gesagt, dann lass uns doch Videos drehen, wo wir dann halt die Ausstellung quasi virtuell eröffnen,
kann man dann teilen, liken und so weiter. Und ja, und so bleibt es auch im Netz. Und ich meine, es ist ja auch eine schöne Arbeit, die Titi und Kontrastfilm halt immer für uns machen. Und also ich suche mir dann auch immer Leute raus, also irgendwie des öffentlichen Lebens, die man so ein bisschen kennt, die halt auch mit dem Thema der Ausstellung halt auch irgendwie was zu tun haben oder wo es da eine Verbindung gibt. Und bei der Ausstellung Gehege war es natürlich so passend, dass wir den Chef vom Naturhistorischen Museum, Dr. Bernd Hagner, gefragt haben. Der war auch sofort dabei. Und dort haben wir halt einen kleinen Videoclip halt gedreht im Naturhistorischen Museum. Hat großen Spaß gemacht. Ja, fand ich auch toll, dass er auch bereit war. Und er konnte auch so ein bisschen über, über Gehegehaltung erzählen und dann den Bogen spannen zu unserer Ausstellung. Und wir konnten auch da wieder für ihn werben, weil er ja im, jetzt, ich glaube im Mai oder im Sommer jetzt oder im Mai, keine Ahnung, muss man mal gucken, auf der Seite steht's, eine Ausstellung macht zum Thema Wolf. Und das hat er da schon so ein bisschen angeschnitten. Und ja, und die Ausstellung vorher, da hatten wir ja die Ausstellung Lieblinge, da ging es um Sinnlichkeit und dann hatten wir die Drag Queen quasi Grazia Grazioso aus Mainz, viele kennen sie halt, eingeladen, die auch auf dem Bild porträtiert ist, auf einem Bild, und das hat natürlich auch hervorragend geklappt. Und da möchte ich mich mal ganz groß bei Titi von Tiedemann bedanken, bei Kontrastfilm, dass sie uns wirklich so unter die Arme greifen, weil wir quasi das alles wirklich mit ja, fast Low-Budget machen, also jetzt diese Filme. Und das war schon toll, ja. Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wie diese Ausstellungen laufen. Also wir hatten es ja jetzt auch im November schon mit der Ausstellung. Trotz alledem. Trotz alledem, dankeschön. Ja. Beim Gehege ist es jetzt wieder so bei der Ausstellung, dass das in den Schaufenstern vom Allianzhaus zu sehen ist, ne? Also man kann fußläufig quasi sich die Ausstellung, die ihr konzipiert habt, beim Spazierengehen zum Beispiel angucken. Zum Beispiel, ja. Weil, ja, wir haben keine Öffnungs- und Zeiten, ja. Wir haben immer offen quasi. Das ist halt der Vorteil. Und gerade jetzt bei Corona natürlich, ja. Ich meine, es ist halt, wenn jetzt Corona mal vorbei sein sollte, wird es aber auch so bleiben. Also ich kann in den Räumen keine Veranstaltungen machen. Ne? Das ist halt auch Voraussetzung, dass ich diese Fenster kriege von der MAG, wegen Brandschutz und sowas. Ich kann natürlich da drin mit meinen Künstlern halt zusammen aufbauen und Sachen planen und sowas. Das ist kein Problem, aber ich darf da keine Veranstaltungen machen. Mhm. Und deshalb wird es weiter in den Schaufenstern bleiben. Und wenn mal Corona irgendwie vorbei sein sollte, habe ich die Möglichkeit, auch vor den Fenstern was zu machen. So hatten wir es ja auch gestartet im August mit einer großen Vernissage. Ja, und das hat super geklappt. Daneben dran auch mit dem Dreisein und schon schön und Kaffee Blumen. Das war eine tolle Symbiose. Das hat wirklich alles sehr gut gepasst. Ja. Da hoffen wir mal drauf, dass das im Sommer dann auch wieder so ist. Hoffenbar, ja. Aber, ja, vielleicht nächstes Jahr. Aber solange, bis das wieder geht, macht ihr quasi die Ausstellungseröffnung mit den Leuten vom Kontrastfilm, mit Titi Tiedemann? Titi von Tiedemann. Titi von Tiedemann. Von Tiedemann, ja. Von Tiedemann, okay. Ja. Und in der Ausstellung Gehege, was ist da aktuell zu sehen? Ja, also es sind 6 Künstler, die jetzt da ausstellen. Es geht halt, ja gut, Gehege im weitesten Sinne auch, ja. Es war schon witzig, als wir das Thema dann überlegt haben. Also Stefan Schelens waren die ersten Bilder, die ich in der Hand hatte. Und dann habe ich gedacht, ah, die Fotos von leerstehenden Tiergehegen im Zoo, also die fand ich schon also wahnsinnig beeindruckend, weil die halt auch wirklich sehr tiefgründig waren, wenn man so länger betrachtet. Und dann war klar, dass das Thema halt auch weitergeht, dass es halt auch Menschengehege gibt quasi. Es geht um Tiere, es geht um die Sicht vom Mensch aufs Tier, wie nimmt der Mensch das Tier wahr zum Beispiel, oder was wäre, wenn ein Tier die Intelligenz eines Menschen hätte, ja, zum Beispiel. Wäre es dann auch für ein Mensch ein Tier, ja? Und ja, dann hätte ein Mensch wahrscheinlich einen ganz anderen Respekt vor ihm. Mhm. Also so grob jetzt. Ja. Und sind nur
Sind nur Bilder, also Gemälde zu sehen oder Fotos oder was habt ihr zusammengestellt? Nein, das ist das Schöne bei der Ausstellung, finde ich, dass die halt wirklich durch alle Kunstrichtungen, bildnerische Kunstrichtungen geht. Ja? Also wir haben Fotografie, wir haben zwei Fotografen, wir haben der Pierre-Yves Haug, der macht Bronze, ja, der hat Tierbronzen. Die Karen Monnier, die ist Zeichnerin, also Grafikerin und Graveurin, und sie zeichnet Tiere als Porträt. Dann haben wir den Erik Postmann, der hat Ölgemälde auf Leinwand, ganz klassisch, und riesige Ölbilder quasi auf Leinwand. Dann haben wir den Achim Katzberg, der Architektur fotografiert, quasi Menschengehege. Ja. Dann haben wir noch, ich fehle noch, glaube ich. Ja. Ich habe noch ein paar Siebdrucke drin, also jeder hat ein Fenster. Und genau, angefangen hat es mit Stefan Schelands, mit seinen Fotografien, und so ist das Thema Gehege entstanden. Und dann habe ich mir halt auch so mal rumgeguckt, wer passt dazu zum Thema. Ja. Also du hast die KünstlerInnen dann exakt zum Thema gesucht. Ja, mhm. Ja. Also das, so ist es ja auch entstanden. So, das ganze Jahr haben wir mittlerweile jetzt schon mit Ausstellung halt jetzt schon organisiert. Ja. Und es sind verschiedene Themen, und dann haben wir halt auch wirklich die passenden Künstler dazu. Also ich freue mich wirklich, dass auch einige Künstler auch doppelt dabei sind, dass sie auch bei anderen Ausstellungen wieder auch Werke haben, die halt auch zum anderen Thema auch wieder gut passen. Finde ich persönlich auch ganz wichtig, weil es sind so viele Künstler, die haben ja halt noch keinen Namen, ja, oder die können nicht von der Kunst leben, weil sie vielleicht eine Familie gegründet haben oder weil sie halt keinen Galeristen haben oder sowas, ja. Und die müssen das dann halt irgendwie in ihrer freien Zeit machen. Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig, wenn die dann vielleicht nochmal irgendwann auftauchen und die Leute sich auch den Namen einprägen und halt auch diesen Künstler so ein bisschen beobachten können, was er noch halt so in seinem Repertoire hat oder wie er arbeitet und sowas. Und das fände ich toll, wenn ich damit halt auch diese Leute so ein bisschen unterstützen kann noch. Ne? Also machst du quasi oder bietest du quasi auch mit der Vitrine KünstlerInnen eine Bühne einfach für ihre Werke? Ja, das ist ja Sinn und Zweck eigentlich, ja. Das ist auch Sinn und Zweck einer Vitrine, deshalb heißt es ja auch so, ja. Weil hinter Glas, ja, oder in der Vitrine stellst du immer das, was halt jeder sehen soll oder was halt auch wertvoll ist, ja. Und da hat man halt eine schöne Fläche, das zu zeigen in der Vitrine. Und kommt dazu, dass die Fenster auch aussehen wie Glasvitrinen, weil die so dreidimensional nach vorne gebaut sind, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber wo ist diese Vitrine eigentlich? Ach so, ja, wo ist die überhaupt? Ja. Also gut, die ist auf alle Fälle in Mainz, ja, in der großen Bleiche. Haus Nummer 60 bis 62. Viele kennen das Allianzhaus, ja, gegenüber der Peterskirche. Richtung Rhein runter. Ach so, und da ist rechts die. Das schon schön. Ja? Ach so heißt die Kirche. Ja. Genau. Heißt ja eine Kirche. Ja, aber das Allianzhaus, was jeder wie heißt. Ja. Ja. Und genau, und da ist es genau in der, an der Ecke gegenüber dem Eingang der Peterskirche. Und da haben wir halt sechs große Fenster, die fast 4 Meter breit sind und 2,30 Meter hoch. Also wirklich tolle Ausstellungsflächen. Ja. Ja. Magst du uns noch was zur Vitrine an sich erzählen oder noch ein bisschen was über das Gehege lieber, über die Ausstellung Gehege? Ich kann euch über alles was erzählen, wie ihr wollt. Ja, ja. Gerne. Ja. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, die Ausstellung, ja, vielleicht war was über die Vitrine noch vielleicht, so wie das zustande kam. Ja. Vielleicht ist das, ich habe ja halt auch Ausstellungsflächen gesucht, ja, weil ich dann plötzlich, weil mein Galerist ist verstorben und ich hatte dann keine Ausstellungsfläche mehr. Und ja, und dann kam Corona, da gab es jetzt recht keine Ausstellungsflächen mehr. Und dann saß ich im Dreisheim in der Bar neben der Vitrine quasi und habe diese leerstehenden Räume gesehen. Und dann habe ich gedacht, ich frage mal nach, ob ich dann diese Ausstellung, die ich schon fertig hatte, da zeigen darf. Ja.
Und die MAG, die Mainzer Aufbaugesellschaft, der das Haus gehört, ja, die waren da ganz dankbar, weil die sagten, sie sind ganz froh, dass ich die Fenster nochmal bespiele, damit es ein bisschen belebt ist, weil es halt schon sehr verlassen war. Ich glaube, seit über 20 Jahren war da nichts mehr, ist da nichts mehr passiert, also jetzt an Läden und sowas. Und sie wollen das ja auch nicht mehr vermieten. Der Plan ist ja, dass sie das Gebäude irgendwann abreißen wollen, ja. Naja, gut, auf alle Fälle haben sie gesagt, solange kann ich halt diese Fenster bespielen. Da habe ich meine Ausstellung gemacht und habe dann irgendwann auch ganz schnell mein Pulver verschossen. Irgendwann hatte ich auch keine Bilder mehr. Da war auch ganz klar, also da mache ich jetzt was anderes draus, und weil diese Chance habe ich nicht mehr, so auszustellen, und andere Künstler auch nicht in solchen Zeiten. Und so kam ich auf die Idee, dann halt Künstler zu fragen, ob sie Lust haben, damit auszustellen. Dann sind wir auf die Themen gekommen und plötzlich ist so ein Künstlerkollektiv draus gewachsen. Wo, ja, und was kontinuierlich auch wächst, ja, und auch viel, ja, also mir ist ganz wichtig, dass halt auch, dass es wirklich ein Kollektiv bleibt, dass wir das gemeinsam entscheiden. Ich will keinen Verein oder sowas, ja. Ich meine, ich bin trotzdem der Entscheider, weil ich bin verantwortlich für alles der MAG gegenüber, ja, und weil wir da drin nichts machen dürfen, habe ich immer diesen Schlüssel. Das heißt dann halt auch immer so, dass ich dann halt immer dann quasi die Schlussentscheidung machen muss. Aber im Grunde entscheiden wir das gemeinsam oder halt wirklich die Künstler selbst, die dann auch Ideen haben, wie zum Beispiel jetzt die Auktion oder diese Filme oder sowas. Das kam eigentlich immer aus diesem Kollektiv, diese Ideen. Ja. Und ja, so ist es entstanden und wächst halt, ja. Du hast gerade was von der Auktion erzählt. Magst du darüber mal mehr berichten, über die Auktion? Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Weil die Auktion, die läuft nämlich seit gestern. Das ist nämlich auch jetzt ein ganz neuer Punkt, wo wir jetzt auch eine Tradition draus machen wollen, dass wir zu jeder Ausstellung halt eine Auktion machen mit Bildern von diesen ausstellenden Künstlern. Natürlich nur der Künstler, der bereit ist, das auch zu machen. Im Moment bei der Ausstellung ist toll, weil alle 6 Künstler sich ein Bild rausgesucht haben, was auch ein bisschen zum Thema passt. Dann haben wir gedacht, naja Gott, auch in Corona haben nicht nur die Künstler zu leiden, auch andere Institutionen und vor allen Dingen auch soziale Projekte. Und dann kamen wir auf die Idee, wir machen was zum Thema Gehege. Und dann kamen wir aufs Tierheim. Und das Tierheim ist im Moment auch Corona-bedingt ja ein bisschen gebeutelt, weil das Tierheim lebt eigentlich nur von Spenden, ja. Und mit Corona sind die Spendengelder auch zurückgegangen, zum Beispiel. Und ja, ich habe mir das mal angeguckt und sowas und dachte, ja toll, das können wir machen, passt schön zum Thema. Und ja, und dann haben wir diese Auktion jetzt gestartet. Und das fand ich toll, der Michael, der auch mit ausstellt, Michael da, der war bereit und hat gesagt, er baut im Internet diese Auktion halt technisch auf. Mhm. Ja, hätte ich jetzt auch gar keine Zeit dazu. Das hat er jetzt auch gemacht, obwohl er auch keine Zeit hat. Ja, und ja, und dann darf man das jetzt steigern. Das läuft jetzt eine Woche lang. Gestern ist es gestartet um 12 Uhr und endet nächste Woche am Donnerstag auch um 12 Uhr. Mhm. Und ja, und dann hoffe ich, dass viele Leute mitsteigern. Und dass sich das da irgendwie auch fürs Tierheim lohnt. Ja. Vielleicht gerade noch mal, wir könnten es direkt in den Chat schreiben, wie man auf diese Auktion kommt. Also was ja. Muss ich eintippen, was muss ich suchen, um das zu finden, diese Auktion? Einfach nur vitrine-mainz.de. Mhm. Ja. Und da kommst du direkt auf den Einführungstext von der Auktion. Mhm. Und da steht unten direkt halt auch ein Link, hier geht's zur Aktion. Und dann hast du direkt halt diese 6 Bilder und kannst direkt auch steigern. Ja, super. Und das Video. Oh, genau, und das Video, und das was wir nicht zeigen können. Das Video kannst du auch sehen, genau. Ja. Ich dachte, du hättest eine Frage. Nee. Das wurde auch gerade zum Glück schon vom lieben Sebsen99 in den Chat geschrieben, der Link zum Video quasi. Und hier wurde gerade nochmal der Link auch zu der Auktion nochmal reingepostet. Ah, ja. Mussten wir jetzt gar nicht machen. Vielen Dank an euch. ja, super. Ah, jetzt hatte ich gerade eine Frage. Es ist mir entfallen.
ist weg, die Frage. Entschuldigung. Ja, ja. Kommt wieder. Kommt vielleicht. Und sonst, also mit diesem Vitrinprojekt, hättest du auch so vielleicht Interesse, so vielleicht, vielleicht so ein Mäzen zu finden, jemand, der auch so, wenn diese Location nicht mehr verfügbar ist, aber eine andere Location in Mainz, der auch so jemand, der eine Vitrine anzubieten für Künstler, für euch, so, das könnte auch so eine schöne, so, ja, ne? Eine private Unternehmer, der... Ah, du meinst, wenn das Allianzhaus irgendwann nicht mehr verfügbar wäre? Ja, genau, ja. Dass du das weiterführt, meinst du, irgendwie? Oder ja. Einer anderen Location? Ja. Ja, ja, das wäre natürlich toll, ja, das wäre natürlich klasse. Aber wir haben jetzt auch schon so ein paar Ideen, dass wir auch jetzt, solange es noch im Allianzhaus ist, ja, also... Wahrscheinlich bis 2025, ja, oder 24, okay. 25, glaube ich. Da haben wir noch ein paar Jährchen, ja. Ja. Und da haben wir vielleicht auch nochmal das Glück, das zu erleben, wenn Corona vorbei ist. Mhm. Also ich möchte auch gerne noch so ein paar andere Kunstrichtungen mit reinbringen. Also jetzt in der Vitrine können wir ja nichts machen, aber vielleicht halt auch vor der Vitrine was, ja, also ich würde gerne halt auch gleich einen kleinen Weihnachtsmarkt machen, wenn das vielleicht geht wieder an Weihnachten, also ein Künstlermarkt, wo die Künstler der Vitrine ihr Zeug halt dann und alles, was wir in diesem Jahr halt präsentiert haben, dass wir das halt da irgendwie nochmal zeigen. Also eine Weihnachtsausstellung wird es eh geben über den Dezember, wo alle Künstler, die in diesem Jahr ausgestellt haben, nochmal ihre Arbeiten, also themenfrei zeigen können. Mhm. Und wäre natürlich toll, wenn wir da irgendwie draußen eine Möglichkeit hätten, das direkt zu verkaufen. Ja. Das ist natürlich nämlich irgendwie so, was so schade ist, weil die Leute oft auch Interesse haben dran und sowas. Und wir haben keine Ansprechpartner dort. Es gibt keinen Laden, wo sie reingehen können. Ja, mhm. Die müssen dann halt irgendwie uns eine E-Mail schreiben. Viele Leute gehen dann vorbei und nehmen sich das vor. Und wenn sie zu Hause sind, haben sie es wieder vergessen. Ja. Und trauen sich vielleicht auch nicht, wenn die Tür offen wäre, wenn da drin was wäre, würden sie wahrscheinlich eher auch das Gespräch suchen. Mhm. Wenn ich da bin, passiert das auch oft, dass die Leute mal an die Scheibe klopfen oder sowas, ja. Und da kamen schon ganz gute Sachen auch zustande, halt Kontakte und auch im Verkauf, ja, und sowas. Naja, gut, aber wie gesagt, möglich. Eine befreundete Dramaturgin hat schon die Idee gehabt, da halt auch eine Performance drin zu machen in den Fenstern. Ja, und Musiker haben mich schon angeschrieben, ja, ob da was geht. Können wir leider drin nicht machen, ist halt das Problem. Müssen wir dann draußen machen, aber da ist die Straße, das ist laut. Ja. Also sind vor allen Dingen Orchestermusiker, ne? Weil die haben halt auch jetzt, ja, gerade auch wegen Corona halt, die können ja auch nichts machen und die leben ja wirklich davon, ja. Ja, was wollte ich noch sagen? Habe ich was vergessen? Kommt auch wieder. Ich wollte gerade fragen, mir ist nämlich wieder eingefallen, jetzt bist du ja an sich eigentlich Künstler und jetzt irgendwie auf einmal eher sowas wie ein Kurator. Kommst du überhaupt noch dazu, selber Kunst zu machen? Selber künstlerisch tätig zu sein? Ja, leider nicht mehr. Das ist echt schade. Das ist echt, es ist halt, ich weiß noch, mein Galerist damals, der hat gesagt, du nimmst keine Aufträge mehr an, du malst jetzt nur noch für mich, weil es lief so gut. Das war super, ich konnte es erstmal nur von meiner Kunst leben. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich halt jetzt wieder auch Aufträge annehme und sowas. Und ja, und jetzt halt quasi bin ich in die Rolle halt eines Kurators und Galeristen quasi. Galerist kann ich nicht sagen, weil ich lebe ja nicht davon, von der Kunst. Ja, also ich bin ja jetzt an dem Verkauf nicht beteiligt, ja. Also es gibt quasi für mich keine Einnahmen jetzt in dieser Vitrine. Ja. Ja. Die Künstler, die bezahlen dann trotzdem schon einen kleinen Betrag, also einen Betrag für die Selbstkosten. Weil, wie gesagt, ich habe keine Einnahmen und da kommen die Flyer, die Plakate, die ganze Werbung und alles, was dazukommt oder die Vernissagen und sowas, wenn es wieder möglich ist. Das ist ein großer Posten und dann, deshalb ist es auch gut, dass wir als Kollektiv arbeiten, dass dann jeder halt auch einen Teil dazu gibt. Ja. Oder es sind Künstler, die mich dann halt auch wirklich unterstützen. Der eine hat die Homepage aufgebaut, der andere hat den Instagram-Account halt hergestellt. Dann gibt es Leute, die helfen mir halt so bei so behördlichen Sachen halt auch mal, wo ich einfach keine Zeit mehr habe. Ja. Mhm. Und ja, und zu meiner Arbeit, wo ich eigentlich Geld verdiene und sowas, da, die muss ich suchen.
die Zeit. Dann hocke ich manchmal bis nachts da und gucke dann, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Also ich hoffe, dass ich das mit der Zeit ein bisschen ausgleiche, aber das ist noch neu. Das muss ich jetzt alles irgendwie so ein bisschen festigen und irgendwie eine Routine kriegen. Ja. Ja. Wie neu ist es denn? Die erste Ausstellung mit der Vitrine war im vergangenen August, hast du gesagt, oder? Die war im August, genau. Und wie viele Ausstellungen? Sorry. Das ist die siebte Ausstellung. Die siebte, die siebte kommt. Die sechste haben wir jetzt und die siebte bin ich jetzt schon am Vorbereiten. Da ist jetzt schon die heiße Phase. Ja, jetzt ein Künstler musste leider absagen. Der konnte nicht kommen, auch weil er jetzt noch im Ausland ist. Ja, und das wäre zu knapp. Jetzt haben wir ganz schnell noch einen Ersatz gefunden. Ja, bin ich auch ganz glücklich jetzt mit dem Ersatz. Passt auch schön ins nächste Thema. Und ja, und jetzt muss ich halt schon die Flyer machen, muss alles schon vorbereiten. Und gleichzeitig noch die Auktion. Mhm. Bei der nächsten gibt es auch eine Auktion. Da bin ich auch schon am Recherchieren und am Machen und habe auch schon einiges jetzt in die Wege geleitet. Also es ist dauernd am Rotieren, ja. Ja. Boah. Und kannst du uns schon einen Ausblick geben, was nach der Ausstellung Gehege als nächstes kommt? Ja, die nächste Ausstellung wird heißen Meine Stadt, Deine Stadt. Ja, da geht es halt um Städte, um das Leben in der Stadt, um die Wahrnehmung einer Stadt. Es sind diesmal vier Künstler. Also es ist dabei die Violetta Salo aus Mainz. Die macht halt viele Mainz-Bilder, Ölgemälde, großformatig. Die wird sehr präsent sein bei der Ausstellung mit drei Fenstern. Dann gibt es den Rainer Faller, der macht, wie will ich denn sagen, ja, so Bildcollagen, Collagen würde ich nicht sagen, verfremdet Fotos und sowas von Städten. Er hat vor allen Dingen Wiesbaden und auch Mainz. Wirken zum Teil ein bisschen melancholisch, weil sie halt alle so bei Nacht meistens fotografiert sind. Mhm. Dann kommt die Miriam Spies vom Gonzo Verlag. Mhm. Die hat ja auch gerade, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt über Facebook, indem sie halt Künstler und Kulturschaffende fotografiert. Um ja, sie hat mich fotografiert. Auch schon, ja. Mich auch schon. Ja. Genau. Ja, dann hängst du bei mir auch wahrscheinlich demnächst im Fenster. Ja. Ja. So schließen sich die Kreise. Für sie ist halt das Thema, wie wichtig halt die Kultur in der Stadt ist und auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo auch spürbar wird, was es heißt, wie wichtig Kultur halt eine Stadt auch prägt, ja, und die Kulturschaffenden. Dann kommt, der Markus Werner aus Würzburg, der jetzt eingesprungen ist und der macht Collagen. Soweit ich weiß, kommt er auch so ein bisschen aus der Techno-Szene, ja, und macht halt ganz schrille ganz viele Collagen. Also das Fenster wird ein riesiges Wuselbild wahrscheinlich werden mit Collagen. Und zum Thema Stadt und urbanes Leben. Er hat eine Zeit lang in Mainz gelebt und in Frankfurt, glaube ich auch, oder in Frankfurt. Aber er kennt halt die Städte und hat halt auch viele Städte aus dem Rhein-Main-Gebiet in seinen Collagen halt irgendwie reingebastelt. Ja. Und wann fängt die Meine Stadt, Deine Stadt Ausstellung an? Die fängt am 30. April, ja. Das ist jetzt auch schon wieder bald, und die beginnt auch direkt mit einer neuen Auktion. Mhm. Ja. Und das ist terminlich jetzt leider ein bisschen eng geraten, aber das ging nicht anders. Aber es ist aber auch ein ganz interessantes Ding. Diesmal wird gespendet für die Stadtimkerei, die mit der Aktion Mensch zusammenarbeitet. Ja, und die stellen ja halt überall in der Stadt jetzt auch ihre Bienenkörper auf, also auf dem Rathaus, also auf dem Stadthaus steht eins. Auf dem Dom sollen vielleicht auch welche hin, ja, und überall werden dann die Bienenvölker in der Stadt halt dann verteilt und die Aktion Mensch ist dran beteiligt. Und eröffnet wird sie werden mit einem Film. Das sind wir jetzt auch gerade heute, haben wir gerade so ein bisschen alles arrangiert mit Thomas Metz. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat er geleitet und ist jetzt aber im Ruhestand.
Und er wird ein bisschen was über die Stadt oder Städte, was genau, weiß ich noch nicht, wird er dann erzählen. Es ist alles noch in Planung. Ich freue mich schon drauf, was auch Kontrastfilm draus macht. Ja. Ich muss gerade ein bisschen, ich habe mich gerade ein bisschen gewundert oder vielmehr gefragt, wie das denn überhaupt möglich ist, dass die KünstlerInnen den Erlös von den Auktionen so freigebig spenden möchten. Also, weil so das, was ich zumindest wahrnehme, ist, dass es KünstlerInnen, die eben momentan ja nicht wirklich Ausstellungsorte haben, es gerade nicht einfach haben. Und so meines Erachtens nach wäre das dann wahrscheinlich, würde ich mich um jeden Euro, den ich kriege, freuen. Wie geht das denn auf? Ja, also es ist nicht zwingend, damit zu machen bei den Künstlern, bei der Versteigerung, ja. Aber es ist halt auch so, es gibt auch einige Künstler, die haben halt auch nebenher noch Jobs. Es leben nicht alle nur von der Kunst, weil es auch quasi nicht möglich ist, für viele von der Kunst nur zu leben. Und ich fand es halt schön, dass alle jetzt bereit waren, was zu machen, ja. Und es hat funktioniert, also es ging, jeder war dabei. Und desto mehr Bilder jetzt dabei sind, ja, umso mehr Interessenten haben wir natürlich. Und vielleicht kommt da auch ein bisschen mehr zusammen für das Tierheim. Und wir kamen halt auch auf die Idee, was Soziales zu unterstützen irgendwie. Weil, wie gesagt, die Künstler sind nicht die Einzigen, die jetzt gebeutelt sind halt quasi von Corona. Ja. Und auch natürlich ist es auch so, dass wir natürlich auch wieder die Aufmerksamkeit auf die Vitrine kriegen. Das Tierheim kriegt wieder eine Aufmerksamkeit. Also irgendwie haben wir dann auch alle was davon. Mhm. Und auch wenn wir jetzt finanziell nichts kriegen, aber vielleicht kriegen wir auch nochmal so ein bisschen Rückmeldung. Das ist nämlich eh so ein bisschen das Problem und so ein bisschen schade, dass wir halt mit den Leuten halt direkt nicht ins Gespräch kommen können. Ja, weil es halt nur die Schaufenster sind und weil wir keine Vernissage machen. Sonst war das immer so bei den Vernissagen, kam der Austausch, ja, dann haben wir Adressen ausgetauscht, Visitenkarten verteilt, ja, konnten Fragen beantworten. Wir haben Künstlergespräche gemacht, ja, wo wir die Leute eingeladen haben und haben dann quasi eine Führung gemacht von Fenster zu Fenster und das geht halt im Moment überhaupt nicht. Ja, das ist halt irgendwie schade und da hoffe ich halt, dass jetzt trotzdem noch mehr Leute kommen. Es kommt auch dazu, dass jetzt halt natürlich das Dreisein und schon schön zu hat, ja, dass dann halt auch nicht mehr so viele Leute da in dieser Ecke sind, jetzt während Corona, weil es war echt eine tolle Symbiose mit Norbert Schön und seinem Dreisein, ja, also das hat super funktioniert, war echt schön. Ja. Aber, kommt wieder. Habt ihr da eine Veränderung gemerkt, als da mal kurz ein bisschen das belebter war, beziehungsweise als Außengastronomie ja zumindest ging? Ja. Also das also mit der Außengastronomie, das war schon super für uns, ja. Weil das Tolle ist ja da hinten, da wohnt ja auch keiner, nur auf der Rückseite vom Haus, da kommen ja schon wieder die ersten Wohnungen, aber nach vorne hin störst du ja niemanden und dann sitzen die Leute ja meistens auch noch bis spät abends im Sommer draußen oder bleiben da, wenn es schon zu hat und gucken sich ja nochmal die Fenster an oder sowas oder reden drüber. Das hast du schon gemerkt, das war schon toll. Dann war ja auch die Flüchtlingsunterkunft oben noch drin. Ja, da war halt immer Leben. Ja, das war schon also eine nette Mischung, ja. Und jetzt sind die Flüchtlinge weg, ja, das Haus quasi oben steht leer. Dann hat Norbert Schön halt seine Läden zugehabt und dann gab es nur noch unsere Schaufenster. Und da war das schon so ein bisschen spooky. Also es war schon sehr einsam, obwohl da unten viele Leute vorbeigehen. Aber keiner hat einen Grund gehabt, da zu verweilen, da zu bleiben. Ne? Und jetzt eben doch. Ja, und jetzt eben doch, ja. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen, weil da ist ja dieser Straßenverkauf von dem Kaffee Blumen, ja, da kannst du ja dann Kaffee trinken, dann gucken die Leute nochmal und jetzt haben wir einen Testraum, also der Schnelltest, da wird ein Schnelltest gemacht, gleich nebendran und da kommen die Leute und da müssen sie halt eine Viertelstunde warten bis zum Testergebnis und dann... Perfekt. Je länger man warten muss, desto besser quasi für euch. Genau. Und im und jetzt während Corona oder sowas, dann waren halt auch viele Leute am Rhein spazieren und sind halt auch viele nochmal extra an der Vitrine vorbei. Das fand ich auch schon mal sehr schön eigentlich. Bekommt ihr denn Feedback dann per Mail oder wie auch immer, auf welchen Wegen? Ja, bekommen wir auch, ja. Hätte ich gern mehr. Okay. Also
Es wäre schon schön, wenn wir da eigentlich, also ich habe auch extra einen Zettel hingehängt, nochmal ein Schaufenster, dass wir uns auch immer freuen über ein Feedback, auch über Kritik und Lob, alles, weil das bringt halt auch einen Künstler auch weiter. Mhm. Ne? Wenn er einfach weiß, was bewegt die Leute an den Bildern oder gerade eben nicht, ja, kann ja auch sein. Und also ich fände es immer ganz, ganz bereichernd, wenn man da irgendwie nochmal ein bisschen Feedback bekommt, ja. Ja. Und gibt es für euch eine Möglichkeit, diesen Austausch irgendwie zu provozieren oder tretet ihr irgendwie in Kontakt mit dem Publikum, außer dass ihr eben die Bilder zeigt oder die Kunstwerke zeigt? Gibt es da irgendeinen Kommunikationskanal für euch? Ja, Kommunikationskanäle gibt es natürlich übers Internet oder sowas. Mhm. Das ist klar, nur direkt Präsenz darf ja halt nicht sein. Ja. Das ist halt das Problem, ja. Also wir hatten ja jetzt auch bei der Auktion halt noch einen Fototermin gehabt und die Katrin Eder, unsere Umweltdezernentin, war ja die Schirmherrin dieser Auktion, war ja ganz toll, aber wir konnten uns dann nur im Abstand halt bewegen und sowas. Aber du konntest halt keine Leute halt einladen dafür, das geht halt nicht. Das ist halt, das ist das A und O, ja, irgendwie. Und naja, mal gucken. Aber vielleicht über unser Gespräch, vielleicht melden sich ja mal ein paar Leute bei mir oder bei den Künstlern vor allen Dingen. Das würde mich freuen. Ja, ich habe gerade gesehen im Chat, also habe ich schon vorhin gesehen, aber jetzt sage ich es auch mal, und zwar die Person, die den Link zur Auktion reingestellt hat, war der Michael. Der Michael. Ja, genau. Unser Künstler Michael. Ich nehme es an. Hat nur geschrieben, ich bin der Michael mit einem Zwinker-Smiley. Ich kenne ein paar Michael. Ja, das war bestimmt, weil der baut ja auch die Seite auf, ja, und die Auktionsseite und sowas. Ja, ja. Wirklich eine ganz, ganz hilfreiche Hand. Also der Michael, da bin ich echt froh, dass es von den Leuten auch selbst kommt. Also sagen halt hier, wir machen was, ich mache die Internetseite, oder Stefan sagte, ich mache Instagram und sowas. Und das fand ich super. Ja, wo dann auch ganz klar ist, die müssen halt für die nächsten Ausstellungen, wenn sie da sind, auch nichts bezahlen, weil die nehmen ja auch die Arbeit ab. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, die sollst nur das alles quasi machen, das ist ja viel zu viel. Dann das geht nicht, nee, das geht überhaupt nicht, das ist nicht machbar. Ja. Vor allem, wenn du schon während einer laufenden Ausstellung eigentlich schon gedanklich wieder bei der nächsten und vielleicht schon übernächsten Ausstellung bist. Ja, ja, das ist halt auch das Problem. Deshalb habe ich ja auch so im Februar die Ausstellung Lieblinge gemacht. Da war ja nur ich vertreten mit dieser Serie, die ich jetzt auch weitermache, die ich auch nächstes Jahr im Januar wieder zeigen werde, dann auch weitergeführt mit neuen Leuten. Die ist aber extra da, weil ich dann eine Auszeit brauche, wo ich denke, das sind meine Bilder, die hänge ich jetzt hin. In der Zeit kümmere ich mich um die Ausstellung für das kommende Jahr. Wenn ich da jetzt eine Ausstellung habe mit mehreren Künstlern, dann muss ich jetzt wieder eine Auktion machen, dann muss ich das machen, muss ich die Flyer machen und hin und her für mehrere Künstler, muss das alles zusammenbringen. Das ist so ein Kraftakt, das alles irgendwie gestemmt zu kriegen. Und dann mache ich dann immer eine Ausstellung im Januar. Das ist doch ganz gut, weil Januar ist eine relativ undankbare Zeit zum Ausstellen draußen. Ja, es ist gerade, die Feiertage sind vorbei, es ist nass, kalt, ja, und dunkel, und die Leute gehen nicht so gern vor die Tür. Und deshalb mache ich das, und da habe ich die ganzen Ausstellungen geplant, die Themen geplant, die Künstler zusammengesucht. Und ja, und dann ging es dann im März jetzt mit der Ausstellung Gehege quasi jetzt in dieses Jahr. Ja, aber irgendwann wollen die Kunstwerke ja auch hergestellt werden, produziert werden. Wo nimmst du dir da denn die Zeit für? Nee, also jetzt, ja gut, das jetzt für die Lieblinge, das muss ich jetzt irgendwie, das wird knapp. Das wird wieder sehr knapp, ja, aber das will ich unbedingt machen. Ja. Und ich habe ja auch noch eine Ausstellung halt auch noch mal dieses Jahr. Die habe ich mit Michael, der wahrscheinlich dir eben gerade da ja, was geschickt hat. Ja, er hat es bestätigt, er war es. Hallo Michael. Ja, der Michael und ich, wir hatten eine Ausstellung zusammen gemacht zum Thema Ruinen, und die eher mit Fotografie, also experimenteller Fotografie, würde ich mal sagen, und ich mit Linoldrucken zum Thema, und die hatten wir in der Baie der Sicht ausgestellt. Da hängen die noch immer. Die waren eine Woche zu sehen, und dann kam ja ein Lockdown nochmal, und da haben wir gesagt, dann zeigen wir sie halt nochmal im Sommer, glaube ich, im August, glaube ich, oder im August ist die Ausstellung, Hinterlassenschaften, wie die heißen. Und da werden wir die Bilder auch nochmal zeigen, und die würde ich auch gerne nochmal ein bisschen weiterführen, noch ein paar Bilder dazu machen. Ja. Und ja,
Und das muss ich irgendwie auch noch alles da reinkriegen, ja, in die Zeit, die ich dann habe. Klingt auf jeden Fall nach einem straffen Zeitplan. Nack, du schaust gerade bei Facebook rein. Es gibt so ein paar Fragen. Ah. Also, gibt es einen Instagram-Account der Vitrine? Ja, ja, ja. Gibt es Vitrine Mainz in einem Wort? Okay, Vitrine Mainz in einem Wort auf Instagram. Ja, genau. Der genau. Zackfleischer, der auch ein sehr bekannt, der so auch so gemalt hat, der Zackfleischer, das ist der Martin eigentlich drum. Er meinte, er hat das Anfang nicht geguckt und er will wissen, ob es gibt so Unterstützung oder es ist komplett Graswurzelinitiative. Was? Ja, also er will wissen, ob es Unterstützung, ob es irgendwelche Unterstützung aus irgendwelchen offiziellen Töpfen. Oder es ist komplett Graswürfel? Nee, achso. Ja. Ob ich noch Unterstützung von offizieller Seite kriege oder was? Ja, das genau. Scheint die Frage zu sein, ja. Genau, genau. Er benutzt Wörter, die ich nicht sagen kann auf Deutsch. nee, macht nichts. Nee, du warst nur so aus dem Bild, ja, und dann habe ich nicht mehr gesehen, was du gesagt hast, nicht mehr gehört und gesehen, was du gesagt hast. wir haben Unterstützung gekriegt. Also ich habe Unterstützung gekriegt von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz. Und ohne diese Unterstützung wäre das so, wie es jetzt ist, gar nicht möglich gewesen. Mhm. Also ich habe es jetzt dreimal gekriegt und das war halt auch ganz gut. Der Aufbau der Vitrine ging schon ins Vierstellige. Ja, also da. Das ganze Ding, weil ich habe ja keinen Strom da drin eigentlich, ja, kommt noch dazu. Ich habe dank Norbert Schön eine Steckdose gekriegt von ihm, ja, und da läuft ein Kabel und ich habe jetzt überall Strahler an die Fenster gemacht und mit LED-Strahler und muss halt aufpassen, dass die Sicherung nicht rausfällt, weil sonst geht beim Norbert das Kühlhaus aus. Ja, und bei euch ist es zappenduster dann. Bei uns ist es Duster, genau. Ja, und dann die zweite, die Ausstellung trotz alledem. Dieses Projekt, ja, das war halt auch wirklich sehr kostenspielig. Mhm. Das hätte ich so nie machen können und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil wir konnten es viel schöner und viel besser präsentieren, wie wir es eigentlich schon immer machen wollten. Aber uns haben immer die Mittel gefehlt. Mhm. Und es kam so gut an, diese Ausstellung, obwohl wir präsent gar nicht da waren, sondern dass es wirklich nur in den Schaufenstern, Titi hat nochmal einen Film gedreht über das Projekt, ja, und so eine große Resonanz über das Internet, über die sozialen Netzwerke haben wir noch nie gekriegt, ja, und das war schon klasse. Ja. Willst du darüber nochmal kurz ein bisschen was erzählen über die Ausstellung? Trotz alledem? Mhm. Ja, gerne, gerne. Weil trotz alledem ist ein Projekt, das mache ich mit Matthias Meyers zusammen. Und zwar seit 2010, 10, ich darf nichts Falsches sagen, ja, ich glaube 10. Schon ein Stückchen auf jeden Fall. Ist seit über 10 Jahren auf alle Fälle. Ja. Und zwar haben wir angefangen, ich habe durch den Matthias den Peter Gingold kennengelernt. Peter Gingold war ein Widerstandskämpfer. Von 1933 bis 1945, in der Zeit hat er gewirkt und war auch später bei der Resistance, ja, ist in Aschaffenburg geboren, hat in Frankfurt gelebt und kam dann nach dem Krieg wieder zurück nach Deutschland. Und den habe ich kennenlernen dürfen, weil er auch mit Matthias befreundet war und der hat mir dann seine Geschichte erzählt. Und es war wirklich so bewegend und so spannend, dass nachdem er dann wieder gegangen ist, ich dann gesagt habe, also ich bin total platt von dieser Geschichte, was der alles erlebt hat, das ist unglaublich. Da müssen wir irgendwas draus machen, weil der war auch schon jetzt schon sehr betagt, ja, und haben gedacht, wenn die alle mal nicht mehr leben und sowas, gehen auch die Geschichten verloren. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache ein Porträt von Menschen, die hier im Rhein-Main-Gebiet gelebt haben, Widerstand geleistet haben und auch Leute, die nicht so bekannt waren oder nicht bekannt sind. Mhm. Weil wir kennen den Widerstand von der Schule, also meine Generation zum Beispiel, immer nur so mit dem Kontext Berlin war, nur in Berlin hat Widerstand stattgefunden über den Kreisauer Kreis oder sonst was. Aber so die einfachen Leute, die hier was gemacht haben, die waren nie präsent. Mhm. Und die konnten wir noch kennenlernen. Die haben zum Teil noch gelebt und die haben wir recherchiert.
Matthias hat recherchiert, auch in Archiven, und hat dann geguckt nach deren Geschichte und hat noch Angehörige ausfindig gemacht und sowas, und die haben wir dann festgehalten. Und ja, und dann haben wir uns zur Aufgabe gemacht, dann jedes Jahr mindestens einmal diese Bilder auszustellen. Es sind jetzt um die 80 Porträts, die wir zusammen gesammelt haben. Und ja, und die zeigen wir halt immer hier im Rhein-Main-Gebiet. Jetzt ist auch die nächste Ausstellung geplant schon, habe ich heute auch schon meine E-Mail gekriegt, nächstes Jahr im Mai, ja, zum 8. Mai, am Tag der Befreiung, dann ist geplant, in Aschaffenburg eine ganz große Ausstellung zu machen zu dem Thema Widerstand im Rhein-Main-Gebiet. Auch weil Peter Gingold, der ja die Initialzündung war von dem Projekt, in Aschaffenburg geboren ist. Ah, ja. Und um dem auch nochmal da so ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Ja. Ich fand das bei der Ausstellung gerade, also gerade bei der Ausstellung, so spannend, dass die einfach im Stadtgebiet, ohne Eintritt zu zahlen, ohne sich entscheiden zu müssen, sich so eine Ausstellung anzugucken, sichtbar war. Nämlich einfach beim Spazieren und einfach so zufällig, ungewollt, konnte man da so drüber stolpern und war dann direkt in so einem Thema drin. Das fand ich gerade bei der Ausstellung richtig, richtig gut, tatsächlich. Also das hat mich ziemlich umgehauen, weil ich glaube, für die Ausstellung war, wie du es schon sagtest, das eigentlich so die perfekte Form. Also, ja, das stimmt, weil wir hatten es auch vorher immer so in geschlossenen Räumen quasi. Mhm. Wir hatten im Rathaus auch die Ausstellung schon gehabt, im Haus der Jugend, wir hatten es im DGB in Frankfurt, wir hatten es in der Gedenkstätte KZ Osthofen, haben wir so gezeigt und sowas. Aber das ist natürlich sowas, dann, da musst du dir Zeit nehmen, da hinzufahren und hinzugehen. Und da haben Leute gesagt, ja, sie haben die Ausstellung durch Zufall und Vorbeilaufen gesehen. Und haben gesagt, sie müssen jedes Mal, wenn sie jetzt da vorbeilaufen, nehmen sie noch mal so 2-3 Biografien mit. Ne? Ja. Lesen die durch und lassen die wirken. Ja. Also das war schon toll, ja, weil, wie gesagt, beim Vorbeilaufen, also da draußen erreichst du natürlich auch viel mehr Leute, die mit dem Thema halt im Moment gar nicht interessiert sind oder sich damit nie befasst haben. Und da werden sie drauf gestoßen plötzlich. Mhm. Ja. Und dann weckt es bei denen dann ein Interesse, das vorher vielleicht gar nicht da war. Ja, also vielleicht sogar dankenswerterweise durch Corona, blöderweise, aber herausgefunden, dass diese Ausstellungsform auch sehr spannend und hilfreich sein kann. Ja, also ich, Corona hat uns schon einiges in die Hände gespielt, würde ich mal sagen. Ja. Also ja, also ich meine, dank Corona haben wir diese Möglichkeit, dass oder die Leute sehen dann auch, dass da eine Möglichkeit gibt, Kunst zu konsumieren irgendwie, dass es da ist. Und es kommen Leute, die klopfen an die Fenster, machen den Daumen hoch und sagen dann danke, ja, weil das fehlt denen so mal wieder irgendwie, Kunst wahrzunehmen irgendwo. Ja, voll. Ja, es gibt so auch ein paar so Museen, die machen so auch digital so Sachen, aber ich glaube, das ersetzt nicht so wirklich so einfach nur diese, die Verbindung, wenn wir vor einem Kunstwerk sind und wir einfach nur so schauen und einfach nur so, ja, das fällt auf jeden Fall. Also digital ist praktisch, aber das ist etwas komplett anderes. Ja, ich glaube eben auch für das Digitale muss man sich trotzdem ja aktiv entscheiden. Ich muss mich ja entscheiden, auf einen Link zu klicken. Ich muss mich entscheiden, mir eine Zeit freizuhalten, wann irgendwas zu sehen ist. Und wenn man das im öffentlichen Raum zufällig sehen kann, ist schon eine ganz andere Nummer irgendwie. Ne? Ich glaube, wir haben sehr wenige Aufmerksamkeit, wenn wir digitale Sachen anschauen eigentlich, weil wir sind mehr in einem Alter oder wir haben immer so etwas zu tun oder etwas kennen ein Handy oder ein Computer, es gibt so viel so Ablenkung. Ja, und es ist natürlich auch so, was du sagtest, ja, klar, du suchst dir natürlich dann halt auch die Bilder aus, die du sehen willst. Selbst wenn du in ein Museum reingehst, läufst du an Bildern vorbei, die du vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hast. Ja, es ist anders digital. Es ist irgendwie, es ist zwar schön, dass es die Möglichkeit gibt, ich finde es auch toll und ich denke halt, dass nach Corona halt auch das Medium immer noch da sein wird für Kunst und Kultur, was ich auch nicht schlecht finde. War ja auch vor Corona schon da. Ja, aber jetzt, glaube ich, hat es jeder erreicht, ja, dass man weiß, man kann Kunst und Kultur halt auch auf dem Wege irgendwie konsumieren und nicht nur
indem man ins Museum geht, sondern einfach mal vielleicht auch zwischendrin nochmal irgendwie was anzugucken. Das finde ich schon gut, auf alle Fälle. Aber es ist was anderes, wenn du dann wirklich das Werk vor dir hast. Und wir haben natürlich auch eine Glasscheibe dazwischen, ja. Aber es ist natürlich im Original zu sehen, auf alle Fälle. Ja. Ja, und auch vor allem für die Größe und so, weil manchmal, wir sehen so ein Bild und es ist ein riesiges Bild, also manchmal ist es mehr beeindruckend, ja. Das stimmt, ja, klar, die Größenverhältnisse hast du natürlich nicht digital. Ja, das voll, stimmt. Und ich finde, was beim Digitalen eben auch ist, man sieht ja nicht die Textur oder so vom Bild, man sieht ja nicht, wie die Oberfläche beschaffen ist, dass diese ganze, das, was man, wo man denkt, ah, das würde ich jetzt gerne anfassen und mal, darf man natürlich auch nicht, ja, aber zum Beispiel für eine Collage auch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber du siehst es immer in dem aus dem Blickwinkel oder von dem Betrachter, der das gefilmt hat oder der das aufgenommen hat. Ja. Du guckst es vielleicht wieder ganz anders an, ja, aus einer anderen Perspektive oder beim anderen Licht oder sowas. Ja? Und du hast es immer nur aus diesem einen Blickwinkel. Ne? Ja. Ich finde zum Beispiel auch bei einem Museumsbesuch, das, was ganz viel mit einem macht, ist, wenn da noch andere Leute sind, die sich auch irgendwie zu den Werken verhalten. So, das hat man dann ja, fällt ja alles komplett weg beim Digitalen einfach. Genau, genau. Das ist halt auch ja generell halt der Austausch. Wie ich schon sagte, das fehlt auch uns, auch bei Corona, auch wenn sie jetzt am Fenster vorbeilaufen. Ja, aber der Austausch mit den Leuten finde ich bei der Kunstbetrachtung immer ganz, ganz wichtig, wenn du irgendwas siehst, weil andere Leute sind schon wieder ganz anders. Ja, und das finde ich ist schon eine tolle Sache, diesen Austausch dann. Ja. Wir gucken uns gleich, wenn es denn klappt, zum Abschluss nochmal einen anderen Film an. Ich hoffe, es klappt, ja. Du hoffst, es klappt. Wir hoffen alle, es klappt. willst du aber noch, also wir haben noch ein bisschen Zeit, du kannst noch gerne was loswerden. Ich bin nur, glaube ich, leer gefragt erstmal. Gibt es im Chat noch ein paar Fragen auf Facebook? Ich schaue mal nach, was hier noch war. Genau, hier wird nach der Möglichkeit, sich an dem Allianzhaus zu treffen oder nach einer Plattform zum Netzwerken gefragt. Das mit dem Treffen, mit dem physischen, hattest du ja schon gesagt, geht leider wegen Corona einfach nicht. Aber dieses Netzwerken, vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen. Also wie kann man euch erreichen, wenn man möchte, außer über Instagram und die Homepage? Ja, wie kann man uns erreichen im Moment? Ja, ist es halt über Facebook, Facebook muss die Vitrinenseite noch aufgebaut werden zum Beispiel, ja. Aber am besten halt über unsere Homepage am besten, ja. Ja. Da hast du alles da, da ist alles drin. Ich schaue noch mal gerade weiter. Also noch alle E-Mail-Adressen also alle Kontaktadressen von allen Künstlern drin zum Beispiel, ja. Ich schaue gerade nur so doof nach unten, weil ich gucke, ob da noch andere Fragen waren, aber glaube nicht, sieht nicht so aus. Gibt es denn hier in Twitch auch noch eventuell Fragen? Dann haut sie gerne raus, dann können wir sie nämlich noch stellen. So, und jetzt darfst du wieder. Guten Tag. Deshalb war ich eben gerade ein bisschen abgelenkt, ja. Waren wir ja auch, ist ja kein Problem. Genau. Nächste Frage. Genau, ich habe keine mehr, im Chat waren auch keine mehr. Gab es noch was du ganz dringend noch loswerden möchtest, bevor wir uns vielleicht gleich nochmal versuchen, die Filme anzugucken? Der erste oder der Es fällt mir bestimmt ein, wenn wir nachher fertig sind. Dann fällt mir bestimmt wieder die Fragen, die Sachen eigentlich noch sagen wollte. Sollen wir den zweiten Film dann jetzt gucken? Weil der erste hatte ja, war ja problematisch. Der zweite Film, den wir jetzt noch nicht angefangen haben zu gucken, der ist über die Vitrine, richtig? Über das Projekt, das gesamte Projekt? Ah, nee, also ich glaube, ihr habt die Einführung in die Ausstellung Lieblinge, war das, glaube ich, mit Grazia Grazioso. Ja, genau, genau. Das war die Ausstellung im Februar. Ja. Und das andere ist die aktuelle Ausstellung. Okay. Soll ich versuchen,
Ganz kleinen Augenblick. Was? Ich versuche wieder der Erste. Wenn das jetzt anders ist, können wir das nochmal versuchen, ja. Wir versuchen jetzt einfach nochmal. Auf gut Glück, drückt uns alle Daumen, die Ausstellungseröffnung von der Ausstellung Gehege uns anzugucken. Okay. Drückt alle die Daumen und wir kommen aber gleich nochmal zu dir zurück, okay? Okay. Du kannst nochmal so lange überlegen, ob dir noch was einfällt. Ja, okay. Alles klar. Über Wölfe gibt es sehr viele falsche Informationen. Im Volksmund glaubt man, dass Wölfe in großen Rudeln leben, die einen Leitwolf haben, der alle anderen dominiert. Aber das ist gar nicht so. Wölfe leben, wie wir heute wissen, in Familien. Und ein Elternpaar mit Kindern lebt da zusammen und da gibt es keine Dominanz. Die Eltern sind diejenigen, die was zu sagen haben und die Kinder folgen. Im Prinzip ist es wirklich so wie in einer heutigen menschlichen Familie. Und wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, dann gehen sie aus dem Haus. So ist es auch bei Wölfen. Nur woher kommt diese ganze Geschichte, dass wir denken, dass es einen Leitwolf gibt und diese großen Rudel, die dann auch gefährlich umherstreifen? Das kommt daher, dass man Wölfe früher nur in Gehegen beobachtet hat. Und in diesen Gehegen verhalten sich die Wölfe völlig anders. Vor allem ist es deswegen so, weil die Jungtiere, die, wenn sie erwachsen werden, dann nicht mehr sich ein neues Revier suchen können, sondern sie bleiben ja im Gehege. Und dadurch entsteht dann dieser Druck, dass es dann dominante Tiere geben wird, die dann andere dann auch beherrschen. Das ist also eigentlich nur ein Zusammenhang, der sich durch diese Gehegesituation ergibt und der in der Natur so nicht vorkommt. In der Natur pflanzen sich nur Tiere innerhalb einer Art fort. In Gehegen kann das ganz anders sein, wie man das hier bei diesem Ebra sieht. Der Vater war ein Esel und das Muttertier war ein Zebra. Wie gesagt, sowas passiert in der Natur nicht, sondern nur in Gehegen. Gehege heißt auch die Sonderausstellung des Künstlerkollektivs Vitrine, wo 6 Künstler ihre Werke ausstellen. Da sind wir wieder. Thilo, sagst du kurz was, damit wir wissen, ob wir dich auch hören? Ja, ich höre euch. Hervorragend, sehr schön. Okay, wie gut, dass das jetzt doch noch geklappt hat. Sehr schön. Genau. Mir sind in der Zwischenzeit tatsächlich keine weiteren Fragen mehr eingefallen. Ist dir noch was eingefallen, was du uns gerne erzählen möchtest oder was noch dir auf dem Herzen liegt? Das fällt mir heute nach dem Bett ein, bestimmt. Okay. Ja. Aber jetzt, ich glaube, die Leute wissen jetzt, was die Vitrine ist, denke ich, ja. Und, ich denke auch. Ja. Gibt es noch dieses kleine Video? Was? Sonst gibt es dieses zweite Video auch so, dass die... Ja, wollt ihr das zeigen? Ja, ja, das können wir gerne auch noch zeigen. Dann würde ich aber sagen, dann verabschieden wir uns vielleicht vorher. Vielleicht willst du noch 2, 3 einleitende Worte zum Video sagen, sonst würden wir einfach... Okay, ja. Oder? Genau. Also ganz kurz, das nächste Video ist... Die quasi Eröffnung von der Serie Lieblinge. Und die Lieblinge, die mache ich quasi, das sind Porträts von Fremden und Freunden, das kann ich noch erzählen, weil ich habe Leute ausgesucht aus dem Internet, aus Facebook, Freunde, die ich überhaupt nicht persönlich kenne, ja, aber deren Profil ich interessant fand. Und da habe ich die Leute gefragt, ob sie bereit wären, sich von mir porträtieren zu lassen. Und aber mit dem Thema ihre Sinnlichkeit ein Thema zu geben. Ja. Also was
für was leben sie, ja, was macht sie glücklich, ja, auch mit einer erotischen Komponente gerne, ja, und das Witzige war, die Leute kamen dann auch vorbei, wir haben uns getroffen, wir haben drüber geredet und die Bilder sind dann quasi gemeinsam entstanden. Mhm. Die Leute haben gesagt, oh ja, wenn du das machst, dann hätte ich gern das noch drin und das noch drin. Ja. Beim einen war es Schreiben, bei der einen war es Messer, ja, bei der einen war es Natur, der eine ist Fahrradfahren und so ist es entstanden und da bin ich jetzt auch gerade dabei. Und deshalb die Grazia Grazioso, die das jetzt da in diesem Video quasi eröffnet zum Thema Sinnlichkeit, die ist da auch abgebildet. Und ich fand es ganz toll, dass sie das gemacht hat und auch nochmal hier ganz, ganz herzlichen Dank an Kontrastfilm und an Titi von Tiedemann. Ja. Alles klar. Kurz zur Erklärung, ich musste gerade so kichern, weil ich weiß, dass Martin da oben in der Dorette hängt, rauchend. Das ist auch in der Lieblinge-Ausstellung entstanden. Okay, genau. Sehr, sehr sinnlich. Ja, hab doch den Zigarettenrauch gesehen. Genau, exakt, genau. Genau, ein kopulierendes Paar. Ich schaue mir den Rauch nachher nochmal genau an. Also, viele sehen es halt nicht. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und wir schauen uns jetzt den Film an. Thilo Wegmüller. Ich danke euch. Ja. Mach's gut. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Danke. Ciao, ciao. Ja, macht's gut, ja. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Sinnlichkeit ist die Eintrittskarte in den Garten der Gefühle. Entdecke ich die ganze Sinnlichkeit des Universums.